So, herzlich willkommen zum 10. Let's Play von Ninokuni 1. Jo, und das geht erstmal weiter hier durch die Stadt. Da hinten haben wir noch zwei mit Quest und vielleicht will einer Enthusiasmus, dann können wir da oben später den auch noch holen. Nee, den schwarzen Kater. Oh, den kennen wir doch. Ja. Da musste etwas hinten. Ja, das war auch eine lange Quest bei dem. Aber gerade den anderen holen wir schon mal ran. Aber ich glaube, dementsprechend gab es auch genügend Stempel. Ja. Ein Junge, dein Aussehen nach? Zu urteilen würde ich darauf wetten, dass du ein Reisender bist. Richtig? Welche lobenswerte Beschäftigung, muss ich sagen. Sind Sie auch ein Reisender? Sehr scharf beobachtet. Das bin ich in der Tat. Ich habe eine beträchtliche Summe von meiner unverheirateten Tante geerbt und beschlossen, die Welt zu bereisen. Versteht noch eins, manche Leute haben vielleicht ein Glück. Was? Hast du mal einen Grund für den verarmten Pinadel? Ja, klar. Ulkig, mein Junge, sehr ulkig. Ich ziehe aber nicht einfach nur müßig durch die Lande. Und ich schenke Almosen an die Armen, weißt du? Ich schreibe nämlich an meinen Memoiren. Ich weiß nicht, wie genau das ausgesprochen wird, aber ich hoffe, ihr wisst, was gemeint ist. Eine Art Reisetagebuch. Versteht ihr? Ihr solltet es wirklich lesen. Ist erstklassiges Material. Hier ist es. Ach, oh nein! Es muss hier... Ah, verflucht! Es ist nicht hier. Es ist einfach verschwunden. Sie haben ihr Tagebuch verloren? Ja, schon, das habe ich. Ich muss es irgendwo liegen lassen haben, mich alter Narr. Oh, das ist wirklich unverzeihlich. Mein netarisches Vermächtnis einfach weg. Alles verloren. Das ist ein herber Schlag für den Ärmsten. Meinst du, wir sollten unsere Wahl mieten? Definitiv. Ja, ein Mann, der Katzbucke besucht, ist ganz aus dem Häuschen, da er sein Tagebuch verloren hat. Billige ein, nach dem verlorenen Reisetagebuch zu suchen. Ja, gut, war das auch gewesen. Du übernimmst folgende Aufgabe. Notizen vom Hügel. Näheres steht im Tagebuch. Keine Sorge, mein Herr. Wir werden es wiederfinden. Ich hatte es auch schon gefunden, ja. Oh, das ist sehr nobel von euch, muss ich sagen. So ist es. Also, wo hast du das Ding denn zuletzt gesehen, hä? Lasst mich überlegen. Es könnte am Fluss nordwestlich von hier gewesen sein, wo ich mich niedergesetzt hatte, um eine kurze Skizze zu machen. Das Plätschern des Wassers war wie Poesie. Und so setzte ich mich auf eine kleine Insel im Fluss und begann mit dem Schreiben. Ich denke also, dass sie es dort liegen gelassen haben? Es ist durchaus möglich. Ein lauschiges Plätzchen, kleine Insel, ein paar Bäume, wunderhübsch. Verstanden, okay, wir werden es für sie finden. Du bist zu gütig, mein lieber Junge, zu gütig. Ja, und das, da kommen wir, da oben. Das hatte ich mir auch schon gefunden. Ich glaube, ich auch. Oh, ich bin ganz wirr im Kopf, alles ist so mühselig. Ist alles in Ordnung? Seit ich heute Morgen aufgestanden bin, konnte ich mich einfach zu nichts aufraffen. Na, das passt ja. Enthusiasmus. Alles scheint so sinnlos, einfach alles. Na komm schon mal an, es gibt so viel zu tun. Gesicht waschen, Zähne putzen und frühstücken zum Beispiel. Und den Bart waschen. Ja. Bei ihm trifft das zu, er hat ja einen Bart. Ja. Aber all diese Dinge sind so anstrengend. Kann ich das nicht alles auf später verschieben? Nee, der Bart muss schon gewaschen werden. Der muss ordentlich aussehen, oder willst du wie eine Filzlaus aussehen? Ja. Aber wenn sie das alles aufschieben, wann wollen sie denn dann den Tag beginnen? Genau. Und wenn du nichts auf der Reihe kriegst, häufe ich immer mehr Sachen an und dann hockst du schnell gewaltig in der Patsche. Wirklich? Ich kann mich einfach nicht aufraffen. Oh Junge, das ist kein gewöhnlicher Vorfall. Ja. Der Kerl hat ein gebrochenes Herz, weil ihm jemand seinen ganzen Enthusiasmus geklaut hat. Na, das passt ja, dann können wir die letzte Ration auch gleich abholen. Ja. Aber wenn wir bei ihm seine Tatkraft zurückgeben können, schiebt er nicht mehr alles auf, sondern macht sich frisch ans Werk. Dann können wir auch gleich die erste Stempelkarte abholen. Häng mal hoch. Ich glaube, du hast doch schon Enthusiasmus. Du hast doch Enthusiasmus schon drin. Den haben wir aber doch gleich verbraucht wieder. Ja, aber wir haben gleich wieder Neues geholt. Genau. Das von der schwarzen Katze hast du der Frau gegeben. Da in der Nähe saß eine Katze,
Und den kannst du ihm das jetzt geben. Und die letzte Portion kannst du jetzt von dem anderen am Brunnen auf dem Plaza holen. Ja. Oh, ich fühle mich plötzlich hell wach und voller Tatendrang. Prima. Sie waren nämlich gar nicht faul. Sie haben nur ein gebrochenes Herz, was? Hatte ich das? Das ist ja schrecklich. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Deswegen schwirrt mein Magen so. Und ich muss mich um die Felder kümmern. Das habe ich nur die ganze Zeit gemacht. Nicht viel, Mann. Nicht viel. Scheint so. Und jetzt bin ich aber endlich wach. Und ich denke, ich muss mich bei dir bedanken. Hier, ist nicht viel, aber bitte nimm dieser Zeichen meines Dankes. 3 Weißbrote und 30 Gulden. Lecker. Ja. Und jetzt gleich mal noch die letzte Portion holen. Ja. Auf dem Plaza. Von dem anderen Brunnen. In der Nähe des Brunnens. Dann haben wir ja. Oh doch. Ah ne, das war das ist das Tagebuch. Und darum ist ja der gutste Auftragsleiter. Ey, kannst du auf was hast du Angst? Vor der Fee. Ah! Ja. Treibstuhl ist doch so gefährlich. Stand nicht unweit von der schwarzen Katze. Ich glaube hier links. Ey, warte mal. Ah, da ist er noch. Das ist der gutste. Ja, Herzempfang. Herzempfang, genau. Da ist einfach viel zu viel davon, ja. Danke. Jetzt bist du nicht mehr so hyperaktiv. Ja. Guck mal, ob sich hier was geändert hat. Ne, und da hinten kommen wir noch nicht hin. Ne, dazu brauchen wir erst ein Medium. Ja. Dazu brauchen wir erst den Zaubermedium. Um den kleinen Magier zu treffen. Ja. Und von denen kriegen wir eine Spezialmission. Das ist eine sehr wichtige Mission, wenn man alle Zauber von Oliver haben möchte. Also auf jeden Fall annehmen, wenn er alle Zauber, wenn er diese Trophäe haben wollt. Ja. Und das Gute ist nicht nur die Trophäe, man kriegt auch Mana und KP, bekommt man noch 10 Stück dazu. Mhm. Aber man wird sogar für den Endboss und so ein bisschen stärker noch. Wollen wir erst das Tagebuch suchen oder wollen wir die Karte die Karte erstmal einlösen. Genau, dann zum Buch weiter. Aber vorher wird das mitgenommen. Finden wir. 5 Gulden. Da wird er gleich mal das schnell laufen kriegen. Ah, da hinten ist er ja. Buch weiter. Das ist der Waffenhorst. Händler, das ist der Waffenhorst. Nee, das ist ein Buchwappelbild. Okay. Buch weiter. Na, danke, Feier. Monster ja. Prämie einfordern. Nee, Belohnung abholen. Ah, genau so. Da hier. Erlaubt es dir, mit Kreis beim Laufen zu springen. Nicht nützlich, aber macht Spaß. Aber wir wollen das hier, den Läufern. Ja. Erlaubt es dir, ein wenig schneller über die Hügel und Ebenen der weiten Welt zu laufen. Ja, damit. Ja, ja. So. Macht dir einfacher, dich macht es dir einfacher, dich von hinten an Gegner anzuschleichen. Sehr schön. Das werden wir uns als nächstes holen. Ja. Stärkere Zins ausscheiden, das muss man noch nicht so früh haben. Und die Blumen. Und ja, den Sammeltrip und Schwert würde ich als nächstes empfehlen. Ja, die zwei. Also auf 3 Karten. Alles, geht. Was so passiv ist. Also auf 3 stimmt volle ja, Stempelkarten. Du kannst auch Monsterjagden kriegen. Gemüsedieb, ein Höllenhund stiehlt dauernd die Ernte von den Feldern außerhalb der Stadt. Kümmere dich drum, es ist bald Erntezeit. Schartiges Schwert, gut für Wichtel. Ja. Nehmen wir gleich mal mit. Und die Geisel der Reisenden nehmen wir auch gleich mit. Ja. Nördlich des Goldhains, Hügelland Sommerland. Eine geflügelte Bestie drangasiert Reisende vor den Toren der Stadt. Das muss aufhören, ehe noch jemand zu Schaden kommt. Ui, also und das ist für Lafur gut. Ja. Gleich mal her mit diesen beiden Monsterjagden. Aber die sind etwas tough, diese Charaktere. Ein Waldbewohner, der im Osten des Hügellands lebt, scheint ein paar Probleme zu haben. Das ist ein verborgener Ort. Ja, den muss man erst holen. Das sind die man ansprechen muss. Und das da drunter war ja das von dem Reisenden, der hier an der Ecke steht. Ja. Aber sind wir was gleich. Was ist mit dir los? Bin ich die Luft. Ja. Das ist wohl zur Droge geworden, die Luft hier.
Für ihn schon. Und ihr postiert euch? Jo. Sieht gut aus. Weitermachen. Ja. Aber diese Laufgeschwindigkeit gilt nur hierfür. Da, man merkt, ein klein bisschen ist es schnell. So hauen die Monster nicht so schnell. Es geht los, Ali. Jetzt kann unser Abenteuer endlich beginnen. Du hast sogar einen richtigen Zauberstab und alles. Ich wette, du bist schon ganz aufgeregt, oder? Das bin ich. Kann ich mal das da einpacken, was da so glitzert? Oder tue ich das? Ah, da ist auf jeden Fall etwas. Ja. Ja, damit. Guck mal, ob hier irgendwas der Monster hier oben schon mal auf der Karte war. Nein. Da unten ist es ja. Und hier oben sind beide sogar hier. Hier in der Umgebung. Ja. Und ich glaube. Irgendwo. Schauen wir mal erstmal nach den Dings. Da rum ist es. Fluss. Bis nach dem Tagebuch jetzt zu gucken, ja? Der Köter kam angerannt. Der Glück hat, wenn er angerannt wäre, dann. Hätte er ein Problem. Ja, darum ist er das Vieh. Aber die sind sehr tough. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Die schafft man schon. Schnaupause. Ich glaube, den kann man nur kalt machen. Ja, dann sind erstmal die zwei schon mal weg. Schnaupause. Ah, die sind doch noch nicht weg. Noch nicht ganz. Ich sagte, die sind etwas tougher. Aber jetzt sind sie definitiv weg, die beiden. Ja. Und sogar der Anführer. Ja. Perfekt. Eine Monsterjagd erledigt. Fehlt nur noch Nummer 2. Ja. Ja. Guck mal, wie sonst noch das. Diese Insel da oben ist das. Ich glaube, da müssen wir hin, um das Tagebuch des Reisenden zu finden. Bist du jetzt das Monster oder das Tagebuch? Das Tagebuch erstmal. Aha. Das da dürfte die Insel sein. Ja. Das Schweinozoros haut ab. Hier ist das Ding. Ja, Ausrufe. Hey, da drüben liegt was auf dem Boden. Das ist ein Tagebuch, jawohl. Das ist doch bestimmt das, das der alte Knacker verloren hat. Wow. Stimmt, na los, bringen wir es ihm zurück. Nein, erst wenn wir das zweite Monster erledigt haben. Oder was meinst du, Angel? Ja. Dann gehen wir zu Buch weiter, holen die beiden Belohnungen ab. Ja, willst du Überroller machen oder so? Ja. So, Teleport haben wir leider noch nicht. Noch nicht? Man, immer diese Kleffer jedes Mal hier. Ja, such erst mal das Weite. Da kümmert sich irgendwann mal wieder um euch. Ja, zum Beispiel offscreen zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall offscreen. Die KP sehen auch gut aus. Also können wir es versuchen mit dem Vieh. Ja. Ah, das ist ja. Da ist der Hund. Der Höllenhund. Ich glaube auch der ist Feuer. Ich glaube, die kannst du sehr gut abkühlen. Ja, wir haben gerade keinen. Doch, du hast auch den Eiszauber gekriegt. Achso, aber ich will die Multi-Attacke machen. Den Schnitter von Wichtel. Da wissen wir gleich alle drei. Ui, die sind. Ne, noch nicht ganz kurz gestellt. Ne. Ziemlich. Naja, es geht. Ja. Gibt Schlimmeres. So, jetzt dein Gerät weg und jetzt musst du noch mal hier verprügeln. Boah. Der Höllenhund. Ja. So, jetzt können wir zu Buch weiter und zu uns Belohnungen abholen. Ja. So, und ein Level hat er auch gekriegt. Der Wichtel? Ja. Alles um 2, außer Genauigkeit um 3. Kieselregen, naja. Wollte versuchen, Steinwurf zu erlernen. Ich glaube, hat er auch erlernt. Jetzt wieder zurück nach Katzbuckel. Zu Buch weiter. Nö? Ne? Ja, damit er sein Buch weiterschreiben kann.
Und dann legen wir mal richtig los mit dem Abenteuer wieder. Ja. Dann sind die Quests hier erstmal alle erfüllt. Bis auf die im Wald. Ja. Ab nach Buch weiter. Da ist er ja schon. Aber gleich mal hier dem Newton sein Tagebuch geben. Ja, hast du da, dann rückt in der Ort die Belohnung raus. Hier, bitte, mein Herr. Ist das denn Ihr Tagebuch? Oh, erstaunlich. Das ist es, ja. Ausgezeichnet. Du bist wirklich ein Retter in der Not, mein lieber Junge. Gerne. Ich bin froh, dass es dort war, wo Sie vermutet hatten. Ich hoffe, Sie werden es nicht nochmal verlieren. Doch. Aber sagen wir es mal, Kai. Ja. Oh, das werde ich nicht. Mit Sicherheit. Das dir früher war eine Belohnung für deine Hilfe verdient, nicht? Hier. Ein Riesenzahn und 50 Gulden. Sehr schön, kannst du den Olli dann gleich für den zweiten noch anlegen. Und 3 Stempelchen. Ja, das lohnt sich mal. Mal 4. Und jetzt ist zu Buch weiter die Prämien kassieren. Nein, nix. Hier lang musst du gleich. Ne, links war doch schon richtig. Das andere ist der Katzenkorb. Miau. Da oben ist er, der Buchwalter. Ihr schneidet euch immer noch da. Nein. Es gibt hier einen Händler. Ich sag euch so viel. Es gibt hier ein Händler-Ehepaar, da hat einer, die haben da öfters mal ein gebrochenes Herz. Die werdet ihr aber auch noch sehen. Ja. Prämien einfordern. Gemüsedieb, das schattige Schwert für Wichtel. Und 50 Schnorrer. Und 2 Stempelchen und die Geisel der Reisenden. Das salzige Eis für Lafour. Und 80 Gold. Ui, noch eine Quest. Noch eine Zweier Quest, dann aber das nächste Kärtchen. Nee, gerade nicht. Ich glaube, hier ist auch nur noch dasselbe. Ja, ist nur noch dieses da. Den Ort müssen wir erst freilegen. Das heißt, ihn besuchen. Ja. Ich glaube, der war auch nicht unweit. Ja, oh, guck mal. Ja, den kann der Olli anlegen. Und das war nicht gerade weit. Ich glaube, das war nicht für gerade unweit. Der Wald. Und diese Quest auf einen wartet. Das war der Goldhain, oder wie es hieß da? Nee, nicht der Goldhain. Das ist ein ganz anderer Wald. Das ist ein Overworld-Wald, der nicht als Level oder so angesehen wird. Jedenfalls nicht direkt, sagen wir es so. Klingt besser. Aber die lassen wir erstmal außen vor. Ja, oder? Die Mission hat mir ein paar Sterne mehr gehabt. So, jetzt müssen wir da, wo der Stern ist, oder? Ja, zu dem Goldhain. Und da wartet auch schon, da drinnen erwartet uns schon der nächste Verbündete für Oliver. Und ein weiterer Bossfight. Ja. Wir sagen mal, was das für ein Boss war. Ich weiß es noch. Ah, das Schwein, was das war. Nein. Kein Schwein. Ach so. Auf jeden Fall ist das mit den Pilzen, ja. Müsste es durchleihen. Ja. Und wenn die Pilze wo man, glaube, alte Pracht braucht. Ja. Nee, nicht alte Pracht. Sorry. Wachstumsschub. Der Goldhain. Forst der Fülle. Ich würde sagen, hier ein Mass. Ja, damit wir den Namen auch für den nächsten nehmen können. Auch wenn wir das aus diesem Video hier jetzt wieder nehmen müssen, so wie mit dem anderen Wald. Beziehungsweise nicht den anderen Wald, die Katalysation. Ja. Da wären wir, der Goldhain. Wir machen bloß einen kurzen Spaziergang durch diesen Wald und sind im Handumdrehen in der Wüste. Schick! Nicht so einfach, Tröpfchen. Ja. Junge, was für riesige Pilze. Das ist alles ganz anders als im finsteren Wald. Da hast du recht, Olli. Das ist eine ganz andere Art von Wald. Nichts für ungut, alter Eichneini. Aber der Boden hier ist einfach besser. Ziemlich fruchtbar hier. Die Bäume biegen sich das ganze Jahr lang vor Früchten und Nüssen. Deshalb nennen sie ihn auch Forst der Fülle. Verstehst du?
Herr Forst, der Fülle? War lange nicht mehr hier. Da kommen mehr Erinnerungen hoch. In dem Wald wimmelt's von Feen. Soll ich die Jungs mal rufen? Ja, bitte, Tröpfchen. Naja, das werdet ihr ja jetzt sehen. Keiner zu Hause. Was? Kein Empfangskomitee für den Großfürsten der Feen? Irgendwas ist hier faul, Junge. Keine Feen im Dorf? Keine im Wald? Was ist mit denen bloß passiert? Vielleicht sollten wir tiefer in den Wald rein. Vielleicht finden wir dort mehr heraus. Ja. Nun liegt er auf dem Weg. Ziehen wir weiter Richtung Alkuwait und schauen wir mal, was Sache ist, oder? Okay, Junge. Okay, Junge. Ich hoffe echt, dass wir ein paar von deinen Feenfreunden treffen, Tröpfchen. Großfürst, ja. Tröpfchen, du träum weiter. Ja. Das willst du mal wohl werden, mal irgendwann. In deinen Träumen. Ja. Ja, da würde ich erstmal sagen, das war's dann erstmal für das Video. Ja. Und wir sehen uns dann. Und ich glaube, die sind wir alt hier. Werden wir nicht in einem Rutsch durchkriegen. Ja, weil das ein bisschen länger dauert. Das werdet ihr sehen. Ja, vielleicht wird es noch ein etwas längeres Video. So, dann bis zum nächsten. Und ja. Tschüss. Ciao.